Moin Leute, und heute zeige ich euch, wie ihr jedes Fahrrad auf dem Autoschleppplatz glitchen könnt und das sogar solo. Und das Beste ist, Leute, dieser Glitch funktioniert auf allen Plattformen. Das bedeutet, es ist egal, ob ihr PC, Xbox oder PlayStation Spieler seid, ihr könnt alle diesen geilen Glitch machen. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht eine 2er, 6er oder 10er Garage. In der Garage selbst braucht ihr natürlich ein Fahrrad auf dem Fahrradständer, was ihr gerne auf dem Autoschleppplatz haben möchtet. In meinem Fall werde ich diesen Glitch mit einem BMX durchführen, aber ihr könnt es natürlich auch mit einem Rennrad oder sonst irgendeinem Fahrrad machen. Ihr braucht für diesen Glitch auch ein Motorrad. Mein Tipp, Leute, nehmt ein Motorrad, was ihr nicht besitzt, damit ihr es später leichter habt. Aber Leute, dieses Motorrad verliert ihr auch bei diesem Glitch, deswegen auch kein allzu teures Motorrad. Und ihr braucht ein normales Fahrzeug, womit ihr auch Prostituierte einsammeln könnt. In meinem Fall nehme ich einfach einen normalen LG. Habt ihr das alles, können wir eigentlich auch schon loslegen. Aber bevor wir anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Aber ich würde mal sagen, fangen wir doch mal direkt an. Als erstes seid ihr in irgendeiner GTA Online Sitzung und es ist nach 22.30 Uhr. Es ist nach 22.30 Uhr, steigt in euren LG ein und sucht euch eine Prostituierte. In meinem Fall suche ich jetzt hier einfach in der Nähe von Eclipse Tower einfach eine Prostituierte, denn hier stehen immer welche rum. Und ihr sammelt jetzt auch eine ein. Aber ganz wichtig ist, Leute, sobald ihr eine eingesammelt habt, fahrt ihr wieder in die Nähe zu eurer Garage. Auf dem Weg dahin fahrt vernünftig. Ihr dürft keinen Unfall bauen, ihr dürft auch keine Leute überfahren, nicht rumballern oder sonst irgendwas, denn sie darf sich nicht erschrecken bzw. verängstigen. Seid ihr in der Nähe von eurer Garage angekommen, parkt jetzt euer Auto irgendwo neben die Wand. Und zwar so, dass die Beifahrertür eingequetscht ist. Und jetzt, Leute, könnt ihr jetzt eine Waffe ziehen und einmal rumballern. Denn jetzt soll sie Angst bekommen. Ihr seht es auch hier kurz bei mir in Ego-Modus. Hat eure Prostituierte jetzt mega viel Angst, geht ihr sicher, dass euer Fahrzeugzugang auf Beifahrer ist. Leute, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass jetzt ab diesem Zeitpunkt euer Fahrzeugzugang auf Beifahrer ist. Denn wenn ihr jetzt aussteigt, werdet ihr merken, dass die Prostituierte einfach nicht aussteigt. Sie bleibt im Fahrzeug sitzen. Und das, Leute, ist genau das, was wir brauchen für diesen Glitch. Denn jetzt registrieren wir uns als MC-Präsident und bestellen unser Motorrad aus der Garage. Aber Leute, achtet wiederum auch darauf, dass ihr nicht euer Fahrzeug einlagert. Denn ihr müsst jetzt einfach die nötigen Schritte von eurem Auto weggehen, dass ihr nur euer Motorrad bestellt. Und ihr werdet merken, sobald ihr euer Motorrad bestellt, dass das Motorrad nicht geliefert wird. Denn euer Auto bleibt einfach da stehen. Schon irgendwie komisch, aber Leute, genau das brauchen wir. Denn jetzt gehen wir wieder zurück in die Garage und holen das Fahrrad raus, was wir gerne auf dem Autostellplatz haben möchten. Sind wir draußen angekommen, radeln wir jetzt zum Auto mit der Prostituierten. Sind wir dort angekommen, ziehen wir jetzt eine Waffe und schießen die Prostituierte einfach tot. Ist die Prostituierte gestorben, werdet ihr auf einmal merken, dass euer Auto despawnt. Und Leute, glaubt mir oder glaubt mir nicht, ihr habt es damit den Glitch schon einfach geschafft. Ja, er ist wirklich so einfach, denn ihr könnt mit dem Fahrrad wieder zurück zur Garage fahren und ihr werdet merken, boom, auf dem Autostellplatz. Und das war's mit dem Glitch. Das Fahrrad ist jetzt auf dem Autostellplatz, hat die Versicherung vom Motorrad übernommen. Das bedeutet, wenn ein Spieler euer Fahrrad kaputt macht, egal, es ist versichert. Wie geil ist das denn? Und es würde mich auch mega freuen, wenn ihr für diesen Glitch einen Daumen nach oben geben könntet. Ich bin raus, euer Bombard. Ciao.